Schon sein Name klingt schnell. Armin Harry, englisch phonetisch fast wie Hurry Up, für sich beeilen, wie passend. Es ist der 21. Juni 1960, Letzigrund, Zürich. Eigentlich soll Harry als deutscher Olympiateilnehmer dort nicht an den Start. Alles kommt anders. Und dann kam dann plötzlich morgens um 11:30 ein Anruf, ich kann doch starten. Eine Transportmaschine bringt ihn auf den letzten Drücker nach Zürich. Kurze Verschnaufpause, dann ein Kaltstart mitten rein in seine Olympiavorbereitung. Der Deutsche, genannt Blonder Blitz, macht seinem Namen alle Ehre. 10,0. Doch die Wettkampfrichter sagen Fehlstart. Harry angeblich zu früh. Das sollte ein Fehlstart sein, was kein Fehlstart war. Das Video zeigt, zumindest raucht die Pistole schon, als er aus dem Block kommt. Harry erhebt Einspruch, darf nochmals starten gegen zwei freiwillige Mitstreiter und zeigt, er kann es einfach. Wieder 10,0 auf Asche, endlich anerkannter Weltrekord. Armin Harrys Bestmarke hält übrigens 8 Jahre. Dabei sind ihm Rekorde gar nicht wichtig. Für mich galt immer nur der Sieg. Die Zeit hat für mich nie eine Rolle gespielt. Und so wird er Olympiasieger 1960 in Rom. Übrigens der erste und bislang einzige Deutsche über 100 Meter.